Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Schach. Im letzten Part hatten wir ein paar Probleme mit dem Königsgambit, aber haben es dennoch gewonnen. Und jetzt spielen wir gegen KJF. Wir eröffnen mit Springer F3. Mal sehen, was er darauf ziehen wird. Spielen wir mal in Englisch. Ist nicht meine Stärke, aber sollte machbar sein. Sind wir irgendwie im Grünfeld gelandet, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Ich weiß, dass E4 der Hauptzug ist, aber den möchte ich nicht spielen. Springer A4 gibt's auch, das weiß ich. Ich spiele einfach Dame C. Nee. Ah. Ach, ich spiele den Hauptzug, was soll's. Ich kenne nichts anderes. Okay, er wird mich mit C5 und E5 angreifen. D5, super Zug. Ja. Ich ruck hier einfach. Ja, das ist nicht so gut, wenn man das nicht kennt. Ich nehme einfach hier raus. Ich sehe nichts Besseres. Ja, den kann er machen. C3 kriegt er so oder so wieder. F3 kann er von mir aus nehmen. Ist E4 wenigstens gedeckt. F7 ist schwach. Außer er nimmt jetzt mit der Dame auf C3. Habe ich dann Läufer H6? Nee, habe ich nicht. Weil es kein Schach ist. Ich spiele Turm B1. Ja, Weiß steht nicht so gut nach der Eröffnung. Aber wir sind wenigstens aus der Öffnung rausgekommen. Nehme ich mit dem Läufer, weil mit dem Turm wollte ich nicht nehmen wegen Springer A5. Ich versuche jetzt meinen Läufer nach D5 zu stellen. Obwohl er dann E6 spielt immer. Ah, wie gesagt, die Eröffnung ist nicht so gut gelaufen. Ich kann mich auch nicht so dran erinnern, was man da nochmal spielt. Okay, wenn ich Läufer D5 spiele, wird wahrscheinlich E6 ziehen. Wo ich dann. Was mit Läufer A4? Nee. Ich möchte ja nicht das Läuferpaar tauschen. Ich spiele Turm D1 und gehe auf die D-Linie. Da stimmt er mir zu. Okay, nach Läufer D5, E6, Läufer C6. Mit der Turm D1, Turm D1 und Turm C6 spielen. Aber ich spiele trotzdem. Ich greife jetzt halt B7 an. Obwohl nach E6 könnte ich auch Läufer C4 spielen. Weil er kann nicht gescheit den Bauern decken. Aber Läufer C4 nimmt der Turm D1. Okay, Läufer C6, Turm D1, Turm D1, Turm C6. Okay, der Turm C6 geht nicht wegen Turm D8 und Läufer H6. Das heißt, er muss einen B-Bauern nehmen. Turm D7. Turm A8, Turm C7. Ja, das sieht gut aus. Machen wir es einfach mal. Okay, das geht nicht.
Gegen Läufer H6. Und haben doch noch gewonnen. Okay, fordert mich zu einem Rückmarsch raus, das nehme ich aber nicht an, weil wir analysieren wollen. Ja gut, jetzt sind wir halt im komischen Grünfeld. Normal ist das eher so. Also so kenne ich das und dann C5. Ich meine, es gibt hier auch Springer A4. Hab das irgendwo mal gesehen. Ich habe mich halt schon zu Springer C3 in der Partie festgelegt. Hier hätte ich ja direkt E4 spielen können. Das gibt's ja auch. Was ist das? Ach, die Computeranalyse ist fertig. Ja gut. Interessiert mich eigentlich nicht. Wo war ich denn jetzt? Ja genau, wie gesagt, wenn ich jetzt hier mich halt nicht zu Springer C3 zwinge, kann ich direkt den spielen. Das hätte ich besser machen sollen, aber ich habe halt irgendwie nicht damit gerechnet, dass er. Ich habe nur eine Ungenauigkeit. Das ja hört sich gut an. Ja, wie gesagt, ich habe halt nicht damit gerechnet, dass er Grünfeld spielt. Ich dachte eher so Königsindisch oder so. Okay, Springer C3, dann sind wir ins Grünfeld gegangen. Ja, und hier habe ich nur noch den. Wie gesagt, E3 wollte ich nicht spielen, weil er halt den Läufer hier einklemmt. Ja, und G3 ist halt immer ein Zug. Aber zu langweilig. Deswegen habe ich die Hauptvariante. Wenn es die Hauptvariante ist, aber ich glaube schon. Hier ist meiner Meinung nach C5 Hauptzug. Vielleicht der? Nein, ich kenne mich nicht so gut aus. Ist auf jeden Fall interessant. Läufer C4. Ja, normaler Zug halt. Läufer E3. DC5 ist sogar der beste Zug laut der Engine. Also soll angeblich kein Fehler sein. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig. Weil D4 hängt ja. Okay, auf Läufer C3 wollte ich Turm B einspielen. Dann dachte ich, ich habe hier genug Gegenspiel. Deswegen hat er wahrscheinlich auch nicht genommen und hat Dame A5 gespielt. Dame B3, um halt hier wieder Druck zu machen. Jetzt nimmt er erst. Oh, hier ist meine Ungenauigkeit. Ich sollte direkt Dame C3 schlagen. Was macht das für einen Unterschied? Ach so. Ja, weil ich jetzt, weil der Läufer jetzt nicht die B-Linie blockiert. Das stimmt. Warum geht hier nicht Läufer F4? Ach so, wegen E5, ja. Warum geht hier nicht Turm B7? Ach so, Springer A5. Ja, so habe ich auch ganz schön Druck. Aber ich habe ihm halt offen gelassen, ob er die Damen tauschen will oder nicht. Und hier ist der beste Dame F6. Warum das? Ach so, immer noch. Immer derselbe Trick. Aber ich kann ihn decken, das mal. König geht's. Ach so, F3 hängt.
Schöner Trick. Ja, sieht interessant aus, die Computervariante. Okay, Dame B3. Ja, Läufer schlägt B3 halt, weil Turm B3 mit Springer A5 beantwortet wird. Hier wollte ich nicht zurückgehen, weil er dann einfach tauscht und dann bin ich nicht mehr auf der B-Linie. Deswegen habe ich rausgenommen. Ja, wie gesagt, jetzt kann er nicht mit dem Turm nehmen. Hätte so nehmen müssen, dann wollte ich Turm D7 spielen. Oh, ist auch die Computervariante. A5, ja gut, Turm A8 verliert wegen Turm C7. Deswegen wahrscheinlich schon A5, Turm A7. Läufer C3, Turm A6. Naja, Computer will König F1 spielen. Ja gut, leicht besser halt. Ja, und nach Turm C6 ist halt Game over, wegen der Fessel. Er kann nicht decken. Das Einzige, was er machen kann, ist Turm C8. Ja gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein.